schlimmste Wetter, das Sieh an, ein Heck. Was gibt's denn? Ich habe eine Aufgabe für dich. Aber wir müssen nicht im Regen stehen. Wir können zu mir gehen und dort reden. Worum geht's eigentlich? Siehst du die Anhöhe hinter dem Dorf? Jahrhundertelang war dort nichts. Bis wir eines Tages erwachten und bumm, stand da der Turm. Und plötzlich schlugen Blitze ein, als ob die Nagelfahr angesegelt käme. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jemand muss was gegen den Sturm machen. Bei den Wellen können wir nicht zum Fischen oder Plündern raussegeln. Habt ihr versucht, ins Innere des Turms zu gelangen? Ob wir es versucht haben? Noch an dem Morgen, als der Turm aufgetaucht ist. Wir sind alle losgezogen, das ganze Dorf. Wir wollten den Besitzer begrüßen, sollte er friedliche Absichten haben. Oder vertreiben, hätte er Böses im Sinn gehabt. Wir haben geklopft und gepocht, aber niemand kam. Also haben wir die Tür geöffnet. Unsere Knie sind weich geworden. Warum? Hinter der Tür war eine Fläche aus Wasser, aber aufrecht. Sowas hatte ich im Leben noch nicht gesehen. Der Druide hat gesagt, das wäre Magie. Er ist mit 5 tapferen Kerlen reinmarschiert. Seitdem kein Zeichen von ihm. Gut, ich werf mal einen Blick hinein. Wenn du drin bist, zieh dich bitte nach dem Druiden und den 5 Männern aus unserem Dorf um. Schade, sie zu verlieren. Du hast mein Wort. Möge Hemdal dich führen. Komm jetzt. Das Portal ist geschlossen. Von außen sah er kleiner aus.
wurden wohl auch vom Golem empfangen. Hier drüben! Ich bin hier! Endlich ist jemand da, um mich zu befreien. Noch dazu ein berühmter Hexer. Den Göttern sei Dank. Was für ein Glück, dass du in Kovir bist. Hat dich König Tankred geschickt? Oder die Gesellschaft für Magie? Weder noch. Und wir sind nicht in Kovir. Wir sind in Skellige. Die Leute hier haben mich angeheuert. Dein Turm hat einen großen Sturm über die Insel gebracht. Wir sind in Skellige? Wir wurden teleportiert? Oh, es ist viel schlimmer, als ich dachte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe. Der Turm ist mit einem defensiv-regulatorischen Magikon ausgestattet. Seines was? Seines magischen Verteidigungssystems. Es sorgt dafür, dass nur der Besitzer des Turms ihn benutzt. Wenn Eindringlinge kommen, werden die Zimmer verriegelt und der Zugang verweigert. Und da keiner von uns der Besitzer des Turms ist, hat der Golem mich angegriffen und dich eingesperrt. Und wie umgehen wir die anderen Schutzmaßnahmen? Wir müssen das defensiv-regulatorische Magikon deaktivieren. Der frühere Besitzer des Turms hat eine Abhandlung über das Beseitigen solcher Systeme geschrieben. Gottfrieds omniöffnendes Grimoire. Er müsste ein Exemplar im Turm haben. Bitte such es. Wenn ich es habe, kann ich versuchen, das Sicherheitssystem zu umgehen und dich nach Hause und den Turm nach Kovir zu bringen. Die Leichen dort drüben, das sind die Leute aus dem Dorf, oder? Sie sind vor ein paar Tagen gekommen. Ich war wegen ihrer Kleidung überrascht. Aber ich wäre nie darauf gekommen, dass wir in Skellige sind. Es waren nur wenige, von einem Druiden angeführt. Der Turm warnte sie, aber sie haben nicht darauf gehört. Die Leute von Unskellig lachen bei Warnungen nur. Hätte der Turm sie nett gebeten und ihnen ein Horn voll Met angeboten, dann wären sie vielleicht gegangen. Du scheinst zu wissen, wer ich bin, aber ich kenne nicht mal deinen Namen. Sigo Bunz, Magier und Zauberer am Hof in Pontvanis. Dieser Turm sollte mein neues Zuhause werden. Ich habe ihn bei einer Auktion gekauft. Einen Turm? Bei einer Auktion? Er gehörte Gottfried Stammfeld, einem bekannten Magier. Als er starb, haben seine Erben den Turm versteigert. Sie waren sehr misstrauisch. Niemand traute sich nachzusehen, was Onkel Gottfried in seinen bunten Gläsern aufbewahrte. Also ob die Inhalte ihm den Geruchssinn und sein linkes Auge gekostet hatten. Sie wollten den Turm mit allem darin verkaufen. Der Preis war unschlagbar. Ich konnte nicht widerstehen. Es ist an der Zeit, von hier zu verschwinden und den Turm heimzuschicken. Wo finde ich Gottfrieds Abhandlung? Weißt du das? Die Bibliothek wäre ein logischer Ort für die Suche. Der Schlüssel müsste im Labor sein. Wo liegt das? Wenn du den Raum gegenüber betrittst, siehst du links das Labor und geradeaus die Bibliothek. Aber vergiss nicht, du bist ein Eindringling. Der Turm wird versuchen, dich aufzuhalten oder dir das Leben schwer zu machen. Wir werden sehen, wer zuerst kapituliert. Zauber und versuche, die Barriere zu zerstören. Oswell Iferen Advigiat. Sie wurden wohl auch vom Golem empfangen. Eindringling im Turm. Westliche Gegenmaßnahmen eingeleitet.
Das muss der Schlüssel sein. Vollständigkeit der Sammlung in Gefahr. Sieht aus, als wäre er erstickt. Schrecklicher Tod. Angewandte Golemantie. Ich muss weitersuchen. Schnittpunkte und geomantische Linien. Nicht das, wonach ich suche. Alchemie für Probleme im Haushalt. Band 3. Das ist es nicht. Wer ist wer unter den Zauberern Kovirs? Gottfrieds omniöffnendes Grimoire. Das ist es. Der verdammte Turm will mich vergasen. Hast du den Folianten gefunden? Wie war noch mal dieser Titel? Gottfrieds. Verstanden. Bin gleich wieder zurück. Hast du den Folianten gefunden? Ist es das hier? In der Tat. Tritt ein wenig zurück. Ich muss die Barriere deaktivieren. Osweil Iferen Advigiat. Isolationskammer offen. Beunruhigende Hinweise auf Freiheit.
Geschafft. Endlich. Sah einfach aus. Der schwierigste Teil kommt erst noch. Wir müssen ins Innerste des Turms vordringen und einen Deaktivierungszauber sprechen. Der Turm wird bestimmt alles tun, um uns aufzuhalten. Warte noch kurz. Ich muss mich vorbereiten. Natürlich. Aber beeil dich bitte. Bereit? Können wir los? Geh voraus. Wir müssen in die Kammer in der Mitte gelangen und versuchen, das Sicherheitssystem zu deaktivieren. Das defensiv-regulatorische Magikon könnte reagieren. Pass auf! Osweil Iferen Advigiat. Gottfrieds Abhandlung war sehr hilfreich. Es ist vorbei. Wärst du nicht gekommen, würde ich immer noch im Käfig stecken. Das ist nur eine Kleinigkeit. Nimm sie als Zeichen meiner Dankbarkeit. Danke, aber ich wäre noch glücklicher, wenn du diesen Sturm stillen und den Turm woanders hinbringen könntest. Ist so gut wie erledigt. Und solltest du nach Kovir kommen, besuche mich in Pontvanis. Aburagi Varatern! Halt! Was tust du da? Ah, nicht auf diesem Weg! Die Tür! Du bist am Leben? Und gesund und munter? Ich bin nur klatschnass. Zeigst du mir, wie man fliegt? Ein andermal vielleicht. Was für Wunder! Bumm! Blitz! Der Turm ist verschwunden und du bist vom Himmel gefallen! Und der Sturm? Er war sofort weg! Hab ich nicht gesagt, dass wir einen Hexer brauchen? Ein Experte ist immer am besten. Und die Arbeit eines Experten muss belohnt werden. Ich wusste, dass die Ahns Gelliger ehrliche Leute sind. Wenn du wieder hier bist, komm vorbei. Wir werden dich mit offenen Armen empfangen. Danke. Lebt wohl.
Warte, Hexer. Hast du meinen Bruder dort drin gesehen? Er heißt Horn. Er ist mit dem Droiden und ein paar Jungs reingegangen. Ich habe eure Freunde gefunden. Sie waren leider alle tot. Tut mir leid. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht gehen soll. Aber er wollte Ruhm. Ach. Lass uns nach Hause gehen, Jarl. Es bringt nichts, hier rumzustehen. Leb wohl, Hexer. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich habe eure Unterhaltung zufällig mit angehört. Die Prüfung des Weges. Was ist das? Eine uralte Tradition auf Anskellig. Junge Männer müssen den sogenannten Weg meistern. Nur dann werden sie echte Krieger. Und wie sieht dieser Weg aus? Der alte Gunnar kann dir alles über den Weg der Krieger erzählen. Er ist für das Ritual verantwortlich. Er lebt am Fuß des Adeklove. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Mumie. Ich würde gerne wissen, was uns bevorsteht. Irenien? Wolle? Möge Freya über dich wachen. Keine Sorge. Wenn ich die Prüfung nicht bestehe, hast du mich bald vergessen. Ein Krieger mit... Wir kennen uns doch gar nicht. Was ist denn dein Problem? Diese Inseln gehörten einst uns allein. Fremde wagten sich nicht her. Und falls doch, kehrten sie nicht zurück. Das waren noch Zeiten. Aber nicht für diejenigen Unglücksraben, die hier gelandet sind. Bist du Gunnar? Wer will das wissen? Und warum? Ich will den Weg der Krieger gehen. Kein Fremder hat das je versucht. Aber wenn du mit dem Leben durch bist, nur zu. Was muss ich tun? Der Pfad hat zwei Abzweigungen. Eine führt auf die Gipfel der Berge, die andere in die Eingeweide der Erde. Wenn du beide beschreitest, beweist du deine Tapferkeit. Kannst du mir mehr über den unterirdischen Pfad erzählen? Führt er in eine Art Höhle? Ja, aber die Zuwege sind überflutet. Kein Festländer hat es je geschafft, hineinzutauchen. Da muss man von Kindesbeinen an geübt und jede Menge Perlen hochgetaucht haben. Wir werden sehen. Was sonst noch? Am Ende der Höhle wartet eine Überraschung. Nimm an dich, was du dort findest, und bring es mir. Eine Überraschung? Welcher Art? Das wirst du schon sehen, wenn du bis dorthin kommst. Lass dich nicht von den Harpien erwischen. Erzähl mir mehr über den Bergpfad. Er führt auf den Gipfel des Adeklove. Oben findest du einen scharlachroten Schal. Bring ihn mir als Beweis, dass du das Ende des Pfads erreicht hast. Klingt nicht allzu schwierig. Du hast noch nicht viel Zeit in unseren Bergen verbracht. Nun, ich habe keine Angst, es zu versuchen. Nicht nur fremd, sondern auch noch dumm. Tja, dagegen gibt's kein Mittel. Nun, lauf zum Gipfel des Adeklove. Nimm den scharlachroten Schal, dann weiter zur Höhle. Und am Ende findest du etwas, das ich dir nicht verraten werde. Dann los, zeig der Welt deinen Wert. Der Gefallen, den Herrin Bran ihrem Sohn getan hat, war ziemlich groß und wild.